Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist soweit. Neuer Tag, ne? Neuer Raid-Boss, alles da. Voltolos, so heißt der Gude. Steht zumindest dran, weil ich gerade nachgeguckt habe. Ich kenne mich ja nicht aus. Wir haben jetzt auf den Kenny gewartet. Den haben wir ja schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ist schön, der ist zurück. Und das Beste an ihm ist, er hat einfach mal 4 Accounts am Start. Denn ich habe ja keinen Account mehr. Den Japaner, den ich gestern drauf machen wollte, zeigen wollte im Livestream, der war heute früh auch plötzlich gesperrt. Keine Ahnung warum. Wir haben uns gestern im Livestream ja einen neuen Account gemacht. Den könnt ihr natürlich fleißig adden. Der hat jetzt schon 122 Freunde und noch 44 offene Anfragen. Ich blende auch mal den Freundschaftscode hier ein. Mit dem werde ich jetzt die nächsten 30 Tage spielen, solange wie meiner gebannt ist. Mit dem muss ich auch den Community Day machen. Wir gehen jetzt aber los zum Voltolos, machen den und dann sehen wir mal weiter. So, da haben wir euch mal abgestellt. Hier ist er also. Ich sehe schon, nur noch 25 Sekunden. Jetzt muss ich mich noch beeilen, schnell reinzukommen. Voltolos und wir machen mal ein Glücksei an. Wir wollen nämlich gleich 2 Raids machen und ich will mit dem ja jetzt ein bisschen leveln. Ihr seht schon, voll das krasse Team. Pandimos, Amoroso, Zubiris, Pandimos, Plusle, Formeo. Das Amoroso habe ich gestern entwickelt. Das war das höchste Pokémon, was ich auf der Hand hatte. Dann habe ich das entwickelt. Jetzt ist es das immer noch das höchste. Ramses Kitchen heißt der Account übrigens. Ich bin trotzdem mit 2 Handys am Start, weil mit dem Level 19 Account werde ich nicht viel reisen. Oh mein Gott, was brauchen wir denn? Ich glaube, das ist auf jeden Fall effektiv, wenn ihr Eis- oder Bodenattacken nehmt. Ich habe natürlich nichts, deswegen ist das sowieso wurscht. Ich habe jetzt hier noch einen einzigen blauen Account übrig, mit dem ich spielen kann. Alle 6 gelben Accounts sind gesperrt. 5 von 6 blauen. Blaue sind auch alle fort. Einer ist übrig. Ich verstehe es nicht. Gestern im Chat habe ich mich, wie gesagt, also im Livestream, habe ich mich noch angemeldet auf dem Japaner, habe den noch gezeigt, wollte da was ausprobieren. Und dann jetzt heute früh wollte ich den drauf machen für den Raid. Stand auch da 30 Tage Sperrung. Wir sind also 6 Accounts jetzt. 4-mal Kenny, 2-mal ich, obwohl man den einen nicht dazu zählen kann. Wenn wir jetzt das Glücksei drin haben und 2 Stück machen, müssten wir eigentlich auch aufsteigen auf Level 20. Denn nach der Mehrzweckhalle hier gehen wir direkt noch weiter zur Brücke der Technik. Na, ist schon alles tot. Und Brücke der Technik ist ja die X-Raid Arena. Das sind aber schon Einladungen raus, da kann also nichts passieren. Wir fangen den mal dann, machen den zweiten an der Brücke der Technik. Ich weiß nicht, ob wir die ganzen offenen Freundschaftsanfragen noch im Video annehmen oder ob das dann zu lange dauert. Theoretisch könnte ich sowas auch immer im Stream machen, aber ich kann ja jetzt nicht bis Montag warten, bis ich die nächsten annehme. Das ist auch Quatsch. Die Werte weiß ich auch gerade nicht. Da ist eh, bei dem steht eh nur noch Fragezeichen da, wenn der durchgeht. Wir könnten auch fix in GoTool reingucken oder auf dem Weg zur Brücke erkundige ich mich mal und beim zweiten Raid verrate ich euch den Wert vom 100er. So können wir es natürlich auch machen. Jetzt sind wir durch. 175 Sekunden noch drauf. Eigentlich müsste ich weinend in der Ecke liegen, aber ich sehe es als Neuanfang, als Competition. Einfach mal die nächsten 30 Tage hier neu zu leveln. Hier überall Fragezeichen. Ich weiß also nicht, ist der gut, ist der nicht gut. Den typen wir mal ein. Auf dem anderen muss ich auch noch fangen. Und melden uns dann gleich an der Brücke zurück. Dann können wir auch mal gucken, ob es ein guter war oder nicht. Wir müssen jetzt Zeit sparen, ich sag's euch. Guckt euch das an oder guckt es euch nicht an. Ein Fisch. So, durch den Raid eben sind wir sogar jetzt aufgestiegen zu Level 20. Richtig brutal. Den nehmen wir natürlich mit. Hä, wieso bist du Level 20? Warst du nicht mal 40? Ja, das kommt, ne? Niantic hat gesagt, das ist nicht gesund. Jeden Tag 18 Accounts verwalten. So habe ich jetzt nur noch 2, weil ich mir einen neuen gemacht habe. So kann man das auch machen.
Wir sind jetzt auf jeden Fall an der Brücke der Technik, an der X-Ray-Arena, wo keine X-Rays rausgehen, weil schon Einladungen raus sind. Und ihr seid neuestens auch, trotzdem weiter raiden könnt. Sonst war das ja immer gesperrt. Wenn Einladungen raus sind, war das blockiert, dann sind keine Raids dran gekommen. Was auch dann offensichtlicher war, dass da gerade Einladungen raus sind. Jetzt sind wir eigentlich hierher, weil wir extra hier raiden wollen, bis uns eingefallen ist. Da kommen ja gar keine Einladungen, weil die sind ja schon raus. Also Majentik hat uns wieder mal eine Falle gestellt. Wir warten jetzt, bis es losgeht und knüppeln dann da mal drauf. Stimmt, geht los, sonst schaffen wir es doch nicht. Ne? Wir sind noch nur zwei Accounts. Der zählt ja nicht, der eine. Hat dein Level 20 gezählt, oder? Nee, eben nicht. Der ist Quatsch. Deswegen. Aber ich habe ja noch einen anderen dabei. Der Kenny. Steht er hier, redet mit dem Fischi gemütlich und seine 15 Handys liegen im Auto und machen nichts. Haben wir zum Glück noch rechtzeitig bemerkt. Da ist auch die Ponita-Armee am Start. Gestern alles gefangen im Livestream. Sehr schön. Wie heißt der Boss? Welcher Boss? Der? Voltolos. Ist übrigens geflohen eben. Auf dem kleinen. Was? Brachten die gleichen BP wie vor der ersten? Weiß ich nicht. Ich denke mal, der hat andere. Siehst du, eigentlich wollte ich nachgucken in der GoTool-App, was drin steht oder dran steht. Aber wir können ja mal, solange der eine Account noch kämpft, kurz in die neue GoTool-App gucken. Okay. Ja, es gibt jetzt die Version 2 davon. Das sieht zwar alles richtig hässlich aus, weil alles so im Comic-Look ist, so kleine, bunte, hässliche Bildchen. Aber die erste updaten sie nicht mehr, oder? Nee, und deswegen braucht man jetzt die, damit man das... Ist nochmal eine X-Ray oder was? Musst du extra runterladen, ja. Hier steht 1911 bzw. 2389. Ja, dann ist es das gleiche. Der hat ja eh Wetterboost gehabt, deswegen. Oh, Netzwerkfehler. Den nehmen wir auch noch mit. Ich kenne die Werte von dem alten leider nicht mehr. 2389, ja. Oh, ich habe 2320. Das Schlechteste, was sagen kannst wahrscheinlich. So. Jetzt darf er schrumpfen. Wir drücken mal durch. Der hier hat sogar 2375. Der dürfte eigentlich recht gut sein. Den fangen wir aber später. Wir haben hier immer noch. Meiner hat wahrscheinlich gefühlt einen Stern. Wie viel hat der? 2320. Der hier hat natürlich Fragezeichen. Den fangen wir jetzt wirklich. Den schneiden wir zusammen. Der war anscheinend noch schlechter. Ja, der hat wenigstens 15 KP. Das Problem ist auch, ich habe zwar 11 Bälle, aber ich habe einfach nur 5 goldene Bären. Sprich, ich habe eigentlich nur 5 Würfe, die wirklich sinnvoll sind. Hat es doch gleich doppelt gelohnt, hierher zu kommen, jetzt auch noch. Und darf ich das doch? Das springende Stein des Rollen kann ja auch Ammonitas sein. Und es ist Ammonitas. Ammonitas. Ja, brauche ich ja noch die Entwicklung, also ist ja auch nicht so schlecht. Amoroso. Okay. Och Mann, ich hasse das. Was bleibt nicht drin, oder? Nee, dass er immer rechts am Rand rumgurkt oder links und dann angreift irgendwann. Ich war doch beim ersten Ball drin, damit was er übernimmt. Ja, das ist aber schön. Man muss ja erstmal dazu kommen, überhaupt einen Ball werfen zu dürfen. Ich meine, klar, man kann einfach draufschweißen, wie man will, aber. Bei mir ist er einmal kurz nach rechts und dann ist er wieder in die Mitte. Ich brauche ja den Pokédex-Eintrag. Und der, bei dem ist wichtig, ne? Der braucht ja ein paar Starke zum Kämpfen. Da ist jeder Legendäre eine Bereicherung. Aber sonst ist es ja genauso wie wahrscheinlich bei Boreos, dass man es gar nicht braucht, oder? Wahrscheinlich nicht. Wenn du die Tiergeistform dann davon hast, die wenigstens mehr WP und bessere Werte haben und was weiß ich. Die sehen zwar schrecklich aus, aber ich glaube, die sind sinnvoller zum irgendwas machen. Er peitscht uns aus mit seinen Analkugeln, Bruder. Was ist mit ihm nicht richtig? Kann er nicht wieder in die Mitte? Genau. Doch, und da greift er natürlich nicht an. Jetzt geht er nach rechts und peitscht weiter. Und wieder links.
Machst du auch immer einfach fabelhaft, hä? Oder machst du großartig? Ich hab's großartig gedacht. Erster Ball drin, Critical Catch, so muss es sein. 1500 neuer Pokédex-Eintrag mit Glücksei und nochmal 20.000 für den Raid. 2338 ist mein bestes Pokémon jetzt, das bewerten wir auch mal durch. Okay. 14, 13, 10, Voltolos. Drück nochmal drauf, freut er sich. Und steigt man nochmal auf? Nein. 41.000 Erfahrungspunkte hat es jetzt dazu gerechnet. Was brauchen wir denn jetzt? 10.000 bräuchten wir, dann sind wir Level 21, aber das wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Aber morgen beim nächsten Raid natürlich, da geht's richtig ab. Und ihr seht, ich habe jetzt 122 Freunde und sogar noch 45 offene Anfragen. Wollen wir die noch fix annehmen? Hier 666, Grandmaster 6, BXB, DHD, Andreika, Killer Phantom, Alex W., Janis, Gipfelkuh, Hoffi, Julian WNS, Dreik, Fegefeuer, Sternchen, ST Mofoll, Juretz, Kodakero, Hyper, Zulfilalo, oh mein Gott, 0x und eine lustige Zahl dahinter, Travel Freak, Mädchen Stefan 3, Mädchen Stefan 4, Diddy, Mädchen Stefan, der Bier Benny, DX John Triden, DC3, Bodenfliezer, Attic, Black Scarwolf, wo ist denn die Black Goldsau? John Turton, Gus der Muses, Musmus, Gus der Musmus, Bisa, Angelina Vio, Manu, Garussi, Lustmolch, Taxboy, Taxgirl, Hasselmade, Nelke, Tusha Pandit, Berli, Gefer, Shiny Hanna, De Katzuf, De Skandalparra und Kalsari 2310. Wunderbar. Jetzt sind wir schon bei 167 Freunden. Guckt euch das an. Wer noch rein will, ein paar Plätze sind noch frei. Hier ist nochmal der Trainercode, ne, von Ramses Kitchen, dem neuen Account, weil der Main momentan gesperrt ist. Und ja, edit den halt. Ich guck, dass ich trotzdem jeden Tag Geschenke mache. Hast du die ganzen Aufgaben? Eigentlich müsste ich den anderen noch fragen, der hat doch gute IV. Ich fange den mal kurz und melde mich dann gleich nochmal zurück. So, ich hab's jetzt mal gefangen. 23,75, wie gesagt, ist ein 96er mit 14, 15, 14. Kann man hier sehen, wenn man es sieht. 14, 15, 14. Oder ich kann es ja mal so rumhalten. Vielleicht sieht man es da besser. Das war's jetzt. Habt ihr auch ein Voltolos gemacht? Schreibt's mal in die Kommentare. Wie gut war eures? Ja, da können wir doch Werbung machen hier. Kommt mal alle vorbei in die untere Marktstraße. Nein, du sollst mich nicht filmen. Spaß. Das war's jetzt, genau. Wir gehen hoch. Guckt doch nicht so. Ich fühle mich beobachtet. Schreibt mal rein, ob ihr auch ein Voltolos gemacht habt und wie gut eures war. Wir leveln noch ein bisschen den Account hoch. Gucken mal, wie in den 30 Tagen sich das entwickelt, bis der andere dann wieder frei ist. Und ja, vielleicht verlosen wir den dann am Ende. Weiß ich noch nicht. Wurde ja gefragt im Chat, ob ich den dann verlose. Ein Shiny hat er ja auch schon. Vielleicht kriege ich noch ein paar gute Pokis drauf und dann passt das. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.